von alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik bei der Jagd. Okay, ich höre schon auf, das geht jetzt den ganzen Abend so weiter. Also, ein Sonderapplaus, oder? Ich wusste gar nicht, dass du so sensationell immer. Das macht Spaß. Also Erich Honecker hat gejagt und er musste nicht zum Jagen getragen werden, sondern er hatte Jagdwagen dafür. Unter anderem einen Jagdwagen aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsraum, wurde also beim Klassenfeind in England gebaut, das war ein Land Rover, und umgebaut zum Jagdwagen wurde er bei Rommetsch in Berlin, in West-Berlin, also auch beim Klassenfeind. Dieses Fahrzeug war lange verschollen und da gab es aber einen Sammler, der hat es in Niedersachsen gefunden, noch mit den originalen Beulen drin, die der Wagen sich in seinem Einsatz für Deutsche Demokratische Republik hat reinfahren lassen. Und dieser Sammler und Finder ist dann auch derjenige, der den Preis bekommt für den Fund des Jahres 2022. Das ist Gerrit Krummenerl. Kannst du kurz ein Wort dazu sagen, was hat es mit diesen Beulen auf sich? Da hast du ja ziemlich viel recherchiert. Ja, wir hatten ja schon eine Geschichte gemacht, ne, und haben dann erfahren, dass Honecker, der hatte keinen Führerschein eigentlich. Wir haben rausbekommen, dass er selbst das Auto aus der Garage nahm und durch die Schorfheide fuhr. Natürlich auch das Fahrzeug hat Beulen, die hat er immer noch. Und wir gehen davon aus, wenn es irgendein Pfarrer gewesen wäre, wären die Beulen nach einer Woche wieder klar gewesen. Ne? Und so werden sie alle gesagt haben, Chef war's, lass mal drin, ne? Danke für den Hinweis, dass wir eine Geschichte gemacht haben. Diese Geschichte könnt ihr dann auch alle lesen, nämlich in der Autobild-Klassik Nummer 2, die am 19. Januar erscheinen wird, also auf gar keinen Fall verpassen. Gerrit, du bist ja nicht nur, ne, wir tun es uns, weil wir uns von diversen Terminen schon kennen, du bist ja nicht nur Sammler privat, sondern du bist ja auch Autohändler. Und deine Firma Genex ist spezialisiert auf ganz besonders gute und besondere Ostfahrzeuge und eben auch schwerpunktmäßig auf Westfahrzeugen, die in der DDR liefen. Ist das so eine Art Marktlücke, die du mal entdeckt hast und jetzt schlau und rational ausschlachtest? Oder wie kommt es da zu deiner Leidenschaft dafür? Ja, ich bin Kind des Ostens, ne, bin 400.000 Kilometer an so einem Lada groß geworden. Das war schon gut, also so ein Auto. Hab natürlich dann immer nach West-Ost-Autos gegiert. Das war so das absolute Maximum, was man erreichen konnte. Und ich habe dann eben zur Wende mit BMWs gehandelt, auch Werkstatt betrieben 20 Jahre. Und irgendwann kam dann die Leidenschaft der Ostautos wieder. Ne? Und habe dann festgestellt, anderen geht es genauso, vielen geht es genauso, Generation 40 plus. Und die bediene ich jetzt halt. Ne? Und das macht wirklich Riesenspaß, wenn man die Kinderaugen sieht, wie die leuchten, wenn man denen dann den Traum übergibt, den sie als Kind hatten. Das macht schon Spaß. Meine Damen und Herren, Applaus für Gerrit Krummenerl. Vielen Dank. Jahres 2022. Ja, und da kommen wir jetzt auch